Hey Kriminelle und herzlich willkommen zu einer kleinen, aber feinen Runde in, wie heißt das, Sid Meier's Civilization. Ich will nur ganz schnell noch die Musik ausschalten, weil das Problem ist, sonst heißt es wieder, Mama, was soll das? Kommt wieder YouTube und sagt, geht gar nicht. Und deswegen, das wird glaube ich, das Karavelle, da geht ein bisschen Welt erkunden oder so, mir egal. Bautrupp, baut automatisch, mir egal. Ich habe jetzt hier gerade so eine kleine Mission, also ein kleines Szenario gestartet. Ihr macht hier Wache, das passt. Wache. Bautrupp, baut automatisch. Ich wollte jetzt nur mal was Kleines ein bisschen erzählen, dass ich eventuell bald das vierte Wies-Projekt so gesehen beenden werde. Also nicht direkt beenden, sondern es wird noch ein Spiel hinzukommen. Aber dabei werde ich dann neu mit ihm anfangen, weil ich habe, ich sag mal so, ich finde es dann scheiße, wenn dann mit einem neuen Spieler, wenn ins eingespielte Projekt schon einsteigst und so, angestockte Projekt. Und deswegen werde ich dann das Spiel wahrscheinlich neu starten. Ja, und es gehört anscheinend Athen, sehe ich hier gerade. Das heißt, das Projekt wird quasi weiterhin stattfinden. Allerdings halt nur ohne, nicht ohne, sondern, ach, wie erkläre ich das jetzt? Ja, Triere gehen ein bisschen fahren, suchen ein bisschen was in der Welt, kunde mir ein bisschen was. Wie erkläre ich denn das jetzt? Na, das scheiße klingt. Das Projekt wird schon noch weitergehen. Allerdings wird die Welt einfach neu gemacht. Wir werden auf einer neuen Map spielen. Auf einem Server dann. Wenn ihr auch YouTuber seid, könnt ihr euch bewerben. Ab dann kann man dann ins Projekt einsteigen, weil ab dann ist es ja ein Multiplayer-Projekt. Und ja. Oh, ein großer Denker. Was kriege ich da? Kriege ich automatisch eine neue, die nächste Dingenskirchens Fortschritt. Aha, wir haben das Rad erfunden. Fischen wir aber noch ganz gut. Da, Wache. Schlafen. Ich will gerade noch niemanden angreifen. Auch wenn ich eine dicke Armee hätte und wahrscheinlich da drüben sofort einmarschieren könnte. Moleski, wer ist denn das? So Moleski. So römisch, okay. Also wie gesagt, ich werde eventuell das Projekt beenden. Ich habe jetzt nur das als Gameplay im Hintergrund so ein bisschen genommen, dass ihr auch was zu sehen habt im Hintergrund. Also wie gesagt, das Projekt werde ich höchstwahrscheinlich so gesehen. Also, beenden klingt so falsch. Eine Neuauflage von diesem Projekt machen. Das trifft's besser. Quasi dann zusammen mit dem. Heißt der Alexander? Ich glaube, es ist Alexander, wenn mich jetzt nicht austäuscht. Wenn du es siehst, nimm es mir nicht übel, wenn es jetzt falsch war. Ich kann den Namen nicht merken. Ja, geh ein bisschen erkunden, komm, hopp. Und du, auch komm, erkunden gehen, hopp, bitte ich. Also in Ruhe, nerv ich nicht. Da geh du hin. Du geh da hin. Jetzt muss ich erstmal alles so gesehen auf gut Deutsch passiv stellen. Oh, jetzt habe ich die Bauarbeiter auch passiv gestellt, das ist auch ein bisschen kacke. Sind da die Bauarbeiter? Ja, das sind die Bauarbeiter. Jungs, ihr baut hier. So, weiter mit der engen Lagerkaste. Also, machen wir mal weiter. Ja, Mais für Pelz. So, von mir aus, warum nicht? Ja, von mir aus, warum auch nicht? So, jetzt machen wir Jagd, weil Militär ist immer gut. Und dann macht man ein paar Siedler, ich will noch ein bisschen was in der Welt ernehme. So, weiter. Aber ich sag mal so, das war es eigentlich schon so in dem Video, was ich sagen wollte. So, was könnten wir machen?
Genau, ich könnte mal erzählen, ich hatte gestern Feuerwehrsicherheitsdienst. War eigentlich ganz cool. Gut, Musik war jetzt nicht meins, aber sonst war es eigentlich ganz cool. Wachstum ist immer gut. War eigentlich ganz cool. War zwar nicht mein Musikgeschmack, aber sonst war halt echt interessant so an sich. So irgendein Weltstar, keine Ahnung. Ich kann den gar nicht merken. Das interessiert mich eigentlich auch nicht, weil das ist nicht mein Musikgeschmack, aber. Aha, zeigt Pferd, führt zur Schrift, Reiterei. Okay, läuft. Bogenschießen machen wir auf jeden Fall noch. Fügt nun über richtige strategische Ressourcen Pferde, stellt mit zu, um zu Pferde und schneller wird nein. Sehr gut. Normal nehme ich auch mal Japan hier drin und nicht Deutschland, aber ich dachte, für das Video nehmen wir mal die Deutschen, warum auch nicht, ne? Dann machen wir mal Reiterei gleich. Ich hab den Stuhl immer noch nicht ausgetauscht, ich weiß. Jetzt können wir Kavallerie, berittene Ritter, berittene Bogenschützen, berittene Ritter. Ist eigentlich normal, weil Ritter sind meistens beritten. Wachstum ist gut. Jetzt machst du den Ton schon aus und dann kommt trotzdem so eine komische Musik, ey. Landwirtschaft oder Bergbau? Bergbau. Kriegen wir Eisen und so zurück, das ist wichtig für Waffen. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann nach Sicherheitsdienst gestern. Hab mich dann reingesetzt, hab mir das angeschaut, angehört. Bin fast eingeschlafen, aber sonst. War es eigentlich ganz cool. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr so wirklich, was ich erzählen soll. Wenn ihr mal Bock habt, dass ich wirklich mal sowas zocke, das werde ich dann aber nicht so machen, sondern werde ich dann einen Stream machen. Nein. Sklaverei will ich nicht einführen, weil ich habe keine Lust, dass ich meine Bevölkerung opfer, um die Sachen zu erhöhen. Dafür bin ich doch zu menschlich, dass ich sowas machen würde. Ah, Ashoka übernimmt die Staatsform. Sklaverei mache ich zum Beispiel nicht, weil. Nee, muss nicht sein. Ah, der erste nächste Siedler ist durch. So, stimmt, schicken wir ihn mal. Hier runter. Hallo, warum gründest du keine Stadt? Wieso will er keine Stadt gründen, Herr Homo? Will er hier eine Stadt gründen vielleicht? Ich bräuchte noch ein paar Städte. Runde wenden mit einer Taste. Also sprich Enter. Oh, ich mache gerade Minusgold. Das ist schlecht. Kann ich hier eine Stadt gründen? Oh nicht. Was ist los? Hier oben? Also kann ich im zweiten. Kann ich im. Oh Mann, ich will trotzdem eine Stadt gründen, Mann, was soll der Scheiß? Ich soll halt mal hochlaufen, vielleicht jetzt da. Vielleicht sind es ja mehr als zwei Geländefelder. Keine Ahnung. Warte, was will denn die Schritte offene Grenzen? Nee. Das kriegt die nicht von mir. Genau, er macht auch Arbeit selber. Wirtschaft. Müssen wir uns auf. Ah, okay, wir machen jetzt hier plus Gold, aber trotzdem. Sicher, sicher. Hath not the potter power over the clay to make one vessel unto honor and another unto dishonor? Aha, griechisches Reich, aha. Tschüss, verpiss dich, kein Bock auf dich. Schrift. So, naja. Gebete, das ist. Nicht schlecht. Kann ich auch keine Stadt gründen? Wollte ich jetzt verarschen? Ich will einfach nur eine Stadt gründen. Und hier haben wir mindestens zwei Geländefelder weit weg, oder? Auch nicht. Was? Dann leck mich doch.
soll der Homo dann in die Stadt gehen, sich auf ein scheiß Schiff setzen und über ein Atlantikschiff, bei mir egal, versuchen nach der Stadt, ey. Talgos Militär, ganz wichtig. Wieso setzt er sich denn nicht auf ein Schiff und schippert jetzt irgendwo hin? Der Homo. Ups. Nein, keine offenen Grenzen bei mir. Nein, ich will keine offenen Grenzen mit dir. Piss dich. Ja, wir machen jetzt erstmal das Alphabet, damit meine Leute nicht ganz solche Analphabetisten sind, ey. Kann ich da eine Stadt gründen? Mathematik ist auch wichtig. Words have the power to both destroy and heal. When words are both true and true, they can send them. Was? Ich bin mit Julio. Ist es dein Ernst? Warum? Ich glaube, ich habe davor irgendwas falsch gesagt, warte mal. Na gut, Maschinen wegen Militär. Warum will der denn jetzt Krieg? Aber okay, wenn er Krieg will, kriegt er Krieg. Nur ich kann halt mit solchen Sachen nicht viel gegen einen Panzer ausrichten, sind wir mal ehrlich, also. Ist halt schon hart, also, wenn wir ehrlich sind. Ja, ja, mach, komm, hopp, hopp, hopp. Das Problem, was ich nicht verstehe, warum hat er schon Panzer? Und wenn ihr mal wirklich wollt, dass ich da mal wirklich ein längeres Ding mache, dann müsst ihr es in die Kommentare schreiben, mache ich vielleicht mal einen Livestream oder sowas, aber... Ja, ja, ja. Ich versuche den jetzt auf meine Seite zu ziehen. Och Mann! Macht er nicht, Arschloch. Ach Mann. Der hasst die Römer von denen, weil ich die gegen die Römer hetzen könnte. Hasst der die Römer? Kann ich die auf meine Seite ziehen? Nö. Wiedersehen. Alexander, hast du die Römer zufälligerweise? Nee. Und was ist mit Kairos? Komm, Kairos, du bist meine letzte Hoffnung. Na super, natürlich auch nicht. Scheiße, das ist ein Problem. Ich hab keinen Bock, so früh in der Runde schon auf den Sack zu kriegen. Was sind das? Bauarbeiter. Ja, haut da mal raus. Dass ich den Kanonen mal beschützen vorerst. Ne, Kanone. Die brauche ich. Ich mach die jetzt erstmal alle gefechtsbereit, ey. Seid ihr bereit zu kämpfen, Jungs? Jetzt gibt's Krieg. Wir müssen uns erstmal ein bisschen ins Landesinnere flüchten, wo die noch nicht sind, die Römer. Das ist halt irgendwo asozial, dass der Typ schon irgendwie Panzer hat und ich nicht. Was? Also. Alter! What the fuck, was soll ich denn da machen, Alter?
Anscheinend sind meine Jungs besser als seine. Oder auch nicht. Ja, genau, hat der schon Kanonen, aber ich nicht, oder was, ey. Jo, Granatenwerfer, geil. Mhm. Nett. Alter! Ja, nochmal Kanonen. Genau. Ist ja inzwischen vielleicht mal ein bisschen an Frieden interessiert. Ja, natürlich nicht. Muss erst sein. Kanonen sind in meinen Augen Schießpulvereinheiten, also für den immer dasselbe. Heilung. Ich glaube, ich werde das jetzt mal so machen. Was haben wir da an Soldaten? Na super, ich kann den nicht mal dahinter überstellen, aber nach dem noch was. Dings. Als ob ich da noch nicht mal Soldaten erstellen kann, dann leck mich am Arsch. Okay, Streitwagen erstellen, mir egal. Da gibt er immer noch Krieg oder was da unten, ey. Gibt's ja nicht. Was wird da gerade produziert? Natürlich wieder nichts. Ja klar. Streitwagen-Einheiten, ganz viele. Wir müssen den Krieg gewinnen. Bautruppen, ne. Da soll man Sparta gehen. Da sind sie halbwegs geschützt, noch die Soldaten. Und Truppen. Ausharren. Kanone, genau, in Angriffsposition bleiben, Artillerie in Angriffsposition bleiben, passt. Naja. Die wollen unbedingt den Krieg da hinten, ey, ohne Scheiß. Alter, gleich noch einer natürlich. Ja klar, und noch einer. Und noch einer. Bam, Headshot, oder? Ja, hoffentlich. Alter! Genau! Was habe ich eigentlich noch in der Base? Geht gar nichts mehr, Alter. Leck mich am Arsch, ey. Gibt's nicht, oder? Warum greift der mich überhaupt an, der Bauer, Alter? Nein! Na super. Mach ihn weg. Jo, genau, warum tritt man? Ja, genau, natürlich. Mhm. Okay, das war ein Fehler, du Hurensohn. Und auf dem Pedestal diese Worte erscheinen. Mein Name ist Ozymandias, King of Kings. Look on my works, be mighty, and despair. Truppen. Und zwar viele Truppen. Jetzt hat er den totalen Krieg gewollt. Jetzt hat er den totalen Krieg gewollt. Mehr? Da wollen wir noch attackiert werden können, ja da natürlich. Habe ich da Truppen, die sich verteidigen können? Ja. Okay. Los am Palast an, hopp, 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 hopp. Und da habe ich Streitwagen, da berittene Bogenschützen, okay. Hm.
Bring about the rule of righteousness in the land, so that the strong should not harm the weak. Ja, dann wird es ja wieder Krieg geben. Na nee. Maschinenbau, dass ich auch Panzer herkriege. Das reicht. Ja, wenn ich mit denen gut stelle, vielleicht helfen sie mir dann gegen die. Nein. Nicht du. Du sollst doch hier drin bleiben und Wache schieben, du. Ich will die Streitwageneinheit dahin schicken. Und dieses Pack an den Metzeln, Alter. Yo, wie schwach sind die eigentlich? Mal ganz ehrlich, wie schwach sind diese scheiß Streitwagen eigentlich? Das gibt's nicht. Genau, die kommen im Panzer, natürlich. Ah, jetzt sind meine MG-Schützen da, jetzt sind sie hier aufgeschmissen, die Gegner. Gut, es ist aufgeschmissen, aber das ist einfach unfair, dass die halt auf einem richtig hohen technologischen Stand sind und wir auf einem, auf gut Deutsch, beschissenen. Nur die bräuchten mal ein Aquädukt, so wie es da drin stinkt und alles. Ja, genau. Mhm. Katapulte, Panzer, nett. Genau. Genau, weißt du? Das ist so sinnlos, dass die mich wirklich one-hitten. Genau, weißt du, es ist so unfair, dass die Panzer haben und ich nicht, ey. So, mal ehrlich, ich kann da keine Chance haben. Designer knows he has achieved perfection. Not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away. Ich kann nur eigentlich Armbrustschützen ausbilden, weil die noch halbwegs stark sind, aber die anderen bringen alle nichts gegen Panzer. Sie bringen eigentlich alle nichts gegen Panzer, sagen wir mal ehrlich. Lässt er sich jetzt mal mit sich reden? Nein, natürlich nicht. Ja, jetzt werden wir wieder angegriffen, wieder tot gemacht, natürlich. Halt's Maul. Ich brauche Militär und nicht so einen Scheiß. Oh. Ja, du kannst gerade in der Stadt bleiben, du wirst eh sterben, Bromo. Warum erklärt ihr mir denn eigentlich so früh den Krieg, der Arsch? Wie viele kleine Barbaren will denn der Homo noch schicken, ey? Leck mich am Arsch, ja. Ja, natürlich. Mhm. Ja, von mir aus kommen.
One doesn't discover new lands without losing sight of the shore. Mich kotzt es gerade an, dass ich aktuell der Letzte bin. Das geht gar nicht. Ja. Was soll ich machen, ganz ehrlich? Empfohlen Militär steht da. Das ist. Boah, die Römer regen mich gerade richtig auf, die. Ja, ich bin echt Glück, dass sie so viel besser sind als ich. Wenn ich eine Atombombe hätte, ich würde es auf die schmeißen, ohne Scheiß. Was? Was in der Entfernung haben die denn gerade meine Leute weggemacht? Kann man das mal erzählen? Von da hinten. Ja. Langsam will ich echt gerade die Lust in dem Spiel, ey. Ey, der Römer will mich echt abfacken, Alter, ohne Witz. Ich glaube, ich würde mir jetzt wieder hier so ein paar Bodentruppen noch reinpflanzen, soweit ich kann. Weil ich sie alle umgenietet habe, Mann. Alter! Also langsam geht's echt zu weit. Denn der seine ganzen Truppen her? Kann mir das mal einer erzählen? Stoß. Hier noch ein paar Armbrustschützen, ein paar scheiß Ex-Kämpfer, Schwertkämpfer, Ritter ausbilden und dann leck mich am Arsch, ab in den Krieg nachher. Wann ist der Julius Caesar endlich wieder zum Ach, das war ein Kundschafter, was ich vorgebaut habe. Ich sagte, das ist ein scheiß Ritter. Ich kann eigentlich nur Stärke machen, bringt als einziges das wirklich was. Dafür bekommst du von uns na also
Ich hab Bock zerstört zu werden von dem römischen Pack. Aber eins weiß ich, würde mir jetzt Truppen holen. Gucken, dass ich auch stärkere Truppen kriege und die dann weghauen. Bis zum Geht nicht mehr. Du weißt sogar nicht, was ich gerade ausgewählt habe. Pff, ja. Die Stadt soll er nochmal angreifen. Pff. Soll ich mal was sagen, du Wichser? Du hast uns im Krieg nicht geholfen. Dann wirst du jetzt auch nichts mehr kriegen, Alter. Weiter, du Pisser, Alter. A multitude of rulers is not a good thing. Let there be one ruler, one king. Die kriegen alle von der Stadtverteidigung jetzt erstmal, weil jetzt erstmal geht es mir darum, mich zu verteidigen. Ich werde die auch nur, denke ich, nur so lange laufen lassen, bis ich nicht mehr kann. Wollt ihr mal verhandeln? Dafür bekommen wir von euch Elfenbein und ihr bekommt von uns Eisen. Nee, nicht Eisen, bin ich blöd. Ich war Eisen. Ist das bescheuert? Offene Grenzen. Wir kriegen eine Kuh. Und wir kriegen Elfenbein. So. Ja, geil. Ja, ist mein letztes Wort, du Ficker. Kannst du mir noch Zucker dazugeben? Ganz klar drücke ich den Pisser noch. Ja, ich brauch's ja eh nicht mehr. Vorerst. Ich kann ja hier nichts bauen. Ich geb dir kein Gold. Nö. Kult, habe ich zwar schon. Da stehen Polen Militär, also. Naja, von mir aus vielleicht hilft es mir noch ein bisschen Kredit bei Hu. I will to my Lord be true and faithful and love all which he loves and shun all which he loves. In Sparta ein jüdischer Tempel gebaut läuft. Das hält aber auch nur bis zum Zweiten Weltkrieg an, ne? Das war jetzt böse, aber es ist so. I am the Lord thy God. Thou shalt have no other gods before me. Mann. Machen wir was im Boden starten.
people of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public. Schießpulver, das reicht nämlich. Hab das gelesen, der IS wurde entdeckt. Islam. IS ist eigentlich Islam. Ich meine jetzt nicht ISIS, sondern IS. Islam. IS, Islam. Nein, Spaß beiseite, das werde ich auch noch in einem Video beschrieben hatten, dass dieses Video Satire enthält, nicht ernst gemeinte Sachen. Falls die ganzen Hate-Kommentare kommen, IS oder Islam ist nicht selbe, ich weiß. Wo hab ich denn mein Handy gesehen? Na, manche Leute können auch nicht zurückschreiben, wenn man sie anschreibt. In dieser scheiß Schule von Ikea. Ach! Ach, jetzt auf einmal! Mhm, alles klar. Jetzt auch zu spät. Ich geb dir bestimmt kein Gold dafür, dass... Wobei... Naja, hab ja genug eigentlich. You can get more of what you want with a kind word and a gun than you can with just a kind word. Mal mit Chemie warte, dass ich meine Atomwaffen krieg. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. Jetzt mal, nächste Runde, komm, hopp, hopp, hopp. Ich will scheiß Rom zerlegen. Ich bin nicht der Letzte auf der ganzen Scheißliste. Jawohl. Die Fresse. Dem sollte ich mich eventuell ein bisschen gut stellen. Silber und Kriegsmuschel. Aber Silber brauche ich. Ich brauche aber vor allem Öl. Ich muss mich schon mal umgucken, wer Öl hat. Kripes. Egal. Zum aktuellen Zeitpunkt wahrscheinlich noch keiner Öl. Aber ich brauche halt nachher Öl für Panzer. Und so Sachen. Hey. Das finde ich gerade Sauerei, dass die sich hier oben so gesehen ihr kleines Kabuff aufgebaut haben, die scheiß Runde. Naja, offene Grenzen. Nein! Verpiss dich, du. Lassen wir das Thema, wie ich es nennen würde, am liebsten. Chemistry means the difference between poverty and starvation. Geil! So, machen wir ein paar Granadiere. Alexander ist daran runter. Gib dir kein Gold. Hast du vergessen? Dann sehe ich auch alles, was er schon erschaffen hat. Das ist gut an der Sache. Das ist Persisch. Okay.
Nein, machen wir nicht. Ist mir scheißegal. Gute Nacht. Aber wir sind schon bei 42 Minuten. Ja, sonst habe ich den auch noch als Feind. Das erklärt mir die alte wahrscheinlich gleich, Alter. Dann soll mir dieser scheiß Alexander mal helfen, aber wenn mir halt jetzt einen Krieg erklärt, weil dann kotze ich. Oh, ich muss jetzt auch mal kurz anders hinsetzen, Alter. Boah, mein Fuß ist eingeschlafen, das ist echt eklig. Oh. Alter, wie soll das denn erst im Livestream mal im Game laufen? Nee, aber wenn ihr wirklich Bock drauf habt, schreibt in die Kommentare, lasst ein Like da, dann mache ich vielleicht wirklich mal einen Stream, wo ich dann nur ein bisschen das Ding spiele. Wenn ihr Glück habt, sogar mit Facecam oder so, schauen wir mal. Nein, Spaß beiseite. Wenn sich wirklich gewünscht wird, mache ich vielleicht mit Facecam, aber ich sag mal so, muss nicht unbedingt sein bei mir. Ach, dieser Cäsar, der geht echt das Teil industriell und ich renne noch mit Rittern durch die Gegend. Wollt ihr mich verarschen? Before that steam drill shall beat me down, I'll die with my hammer in my hand. Ich verarsche dieses Game manchmal. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Oh, das ist echt eklig. I cannot live without books. Ich bin Freitagabend auf dem Geburtstag, vielleicht. Jetzt sehen wir das Video nachher noch hochladen. Vielleicht wird dann der Stream Samstagabend oder sowas kommen. Wenn ihr Bock drauf habt. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier auch mal das Ende dieser Folge. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst ein Like da, dann lade ich das vielleicht auch noch. Dann lade ich vielleicht noch einen zweiten Teil oder sowas hoch. Aber mein Fuß eingeschlagen ist echt widerwärtig. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.